Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen LP von mir. Und zwar spielen wir das lange ersehnte Shadow Hearts From the New World oder Shadow Hearts 3, wie ich es jetzt nennen werde. Wie bereits gesagt, die Pilotenfolge, die ist mittlerweile vom Channel weg. Naja, lassen wir erstmal reden. The doctor told me that we'd been involved in an accident. My father and sister died, trapped in a blaze of burning crimson. If I try and remember anything else, it's terrifying. Okay, das ist die Grundgeschichte. Also, unser Hauptcharakter hat keine Eltern mehr. Das Haus niedergebrannt. Und Erinnerungen sind nicht da. Okay. Ja, was ich sagen wollte. Die Pilotenfolge, die ich hochgeladen habe, die habe ich mittlerweile vom Channel entfernt. Ein Punkt davon ist einfach nur, es gab nicht mal Ton da drin. Und das ist etwas, was mir... Also, teilweise kein Ton. Was sehr, sehr viele Leute mir gesagt haben. Ja, du hast ja keinen Ton. Ja, ich... Hab auch geantwortet. Spätestens dann denke ich, ist der Fall eigentlich erledigt, aber naja, war nicht so. Deswegen, ich wollte dieses Spiel, wenn dann auch richtig machen, deswegen auch dieser erste Part nochmal komplett neu. Worauf ihr euch jetzt freuen dürft in dem Sinne, ist eben also eine komplett neue Geschichte aus dem Shadow Hearts Universum. Wobei man auch da sagen muss, sie hat nicht mehr viel mit Shadow Hearts 1 und 2 zu tun. Aber nicht viel heißt eben nicht ganz alles, denn das Buch dürfte man noch kennen. Das spielt auch hier wieder eine Rolle. Ansonsten eigentlich hier und da mal ein, zwei Charaktere, die in den älteren Teilen aufgetaucht sind. Das war's sonst eigentlich. Deswegen, wer die vorigen Teile nicht gespielt hat, muss nicht verzweifeln. Wäre halt nur theoretisch wünschenswert. Aber... Wer es halt nicht kennt, kennt es nicht. Dann ist das halt so. Ist halt jetzt meine Meinung. Darüber so gesehen. Aber New York City. New York City ist super. Das ist die letzte Szene des Intros, wo wir zwei weitere wichtige Charaktere treffen, wobei einen davon werde ich niemals benutzen. Naja, fast nie. Ist das eigentlich das Gebäude, was man in Parasite Eve, dem ersten Teil, erklimmen müsste? Ich glaube nämlich schon. Das ist auch so eine Vorstellung. Vielleicht spielt es ja zur selben Zeit, wer weiß. Milde Nacktheit, aber ich glaube, das Spiel ist ab 12. Also... ist ja auch, wie gesagt, nur milde Nacktheit. Das ist ungefähr so auf dem Level wie ein Sailor Moon-Spiel. Sag ja, Moon, Prism, Make-up und so, ne? Das könnte man jetzt hier prima einblenden, es würde passen. Es ist einfach so. Aber wie es überhaupt dazu kam... Huh?
Also zu dem, was wir hier gerade sehen. Das dauert noch bis ein paar 2-3 rein. Ja, es dauert nicht lange, aber es dauert einen Moment. Lustigerweise einer meiner Lieblingsmusikstücke, weil es einfach so jazzig ist. There's work to do, Master. You've got a customer waiting. Yeah? A customer? Really? Welcome to Garland's Detective Agency. I'm the boss, Johnny Garland. Yes, how do you do? My name is Gilbert, and I'm a teaching professor from a well-known university in Boston. Sit down. I was told by a reliable source that this is the place to come if you happen to be looking to find someone. You're looking for someone? Yes, this man. I've heard rumors that someone who looks very much like him has been seen around Manhattan recently. Marlowe Brown. He's a man facing charges on at least 8 counts of attempted murder, disorderly conduct, etc., etc. He was released on parole 3 days ago and right off the bat escaped without paying any bail money. My God, he sounds like trouble. I don't get it. What do you want a guy like that for anyway, huh? Let's just say we have a business relationship. He got out on bail, as you know, but I'm his bond guarantor. You see, if I don't find him and fast, I'm going to be stuck with coming up with every cent of his bail money. I got it. I'll help you. You'll see. He's as good as in your hands. Are you sure? Accepting such a dangerous case like that? What are you talking about? We just got our first real case, you know. Until now, all of our jobs have been things like sweeping factory chimneys and searching for runaway cats. Nothing interesting at all. Master, think about it. Don't you think it's time to quit this? It's already been a year since you left the house and opened the agency. How's your father's business gonna succeed without you to run it? Not that again. I told you I don't want to work there anymore. If you miss it so much, why don't you go back by yourself? What are you saying? On that day, I swore I would serve you for the rest of my life. You and I are one heart, one body. I can't imagine working anywhere without you, my master. Okay, whatever. Anyway, for starters, I'm gonna ask some questions. Take care of things while I'm gone. Hey, wait a minute! At least let me come with you. I sure hope young master's going to be all right out there on his own. Aber natürlich, denn hat ja uns. Okay. Und damit kann ich jetzt das erste Mal wirklich ins Spiel eingreifen. Stört euch übrigens nicht dran, dass das Spiel Englisch ist. Es ist halt Englisch. Ich habe es damals noch von... Was da noch? GameStop oder... Wie ist das andere nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Anyway, ich habe es damals da gekauft und... Ja, es war halt Englisch. Stört mich nicht. Was mich stört ist, und das sage ich auch jetzt direkt an dieser Stelle. Es kann sein, dass ich nicht jedes Sidequest am Ende des Spiels erfüllen kann. Denn dieses Spiel hat aus irgendeinem Grund den Hang dazu, abzustürzen. Das ist mir öfter am Ende des Spiels passiert, ist mir aber auch schon mittendrin mal passiert. Also es kann mal vorkommen, dass es tatsächlich da Probleme gibt. Ich weiß nicht, ob das Spiel anfällig ist für sowas oder nicht. Aber naja. Nur, dass ihr das wisst. Und ja, hier haben wir Lenny.
Lenny kennen wir noch aus Teil 2. Wir selbst sind Johnny. Müsste man ja hier sehen können. Johnny, 16 Jahre alt, Privatdetektiv, ausgerüstet mit einem kleinen Messer. Ein Element haben wir nicht. Wir haben die Fähigkeit zu snappen, also ein Foto zu schießen. Und mit diesen Snappen kriegen wir Snap-Karten. Dazu definitiv später mehr. Das haben wir soweit noch nicht. Wir haben interessanterweise nichts ausgerüstet, außer halt unser Cotton-Shirt und Clip-Point. Interessant finde ich immer noch, dass wir uns halt sowas ansehen können. Vor allen Dingen in schön groß. Ich finde sowas gut. Es ist halt... Es zeigt meiner Meinung nach, dass sich die Entwickler wirklich Mühe damit gemacht haben, uns Dinge zu zeigen. Aber das kann jetzt halt auch wieder jeder sehen, wie er will. Das war ein Speicherpunkt, aber den ignorieren wir an dieser Stelle, denn wir wollen ja auch wenigstens noch irgendwas machen. I'm Johnny Garland and I'm 16. I'm a private detective living in New York City. And like Lenny was saying, the truth is my father died 3 years ago and I was supposed to take over running his company. But living on an inheritance doesn't really do it for me. So I opened my own office. There are other reasons why I'm a detective. That accident didn't just take my family. It also took part of my memories. There is something important I had to remember. Something significant. Something that really means something to me. I thought that if I started working as a detective, it might help me someday to remember. I haven't told this to anybody. Not a soul. Even Lenny. Tja, selbst Lenny weiß nicht alles. Naja, erstmal Informationen sammeln. Und das heißt für uns Leute anquatschen. Nein, ich will deinen Kamin nicht sauber machen. Aber vielen Dank fürs Jobangebot. Ich überlege es mir wahrscheinlich nie. Aber das Angebot ist halt da. Ja, genau. Jeder braucht einen Ehemann. Ich brauche auch einen Ehemann, der alles für mich tut. Aber ich habe auch keinen. Also, wenn sie mir einfach sagt, deine Arbeit scheint echt hart zu sein, dann gehe ich davon aus, dass ich mit ihr über meine Arbeit geredet habe. Aber man kommt ja hin und der erste Satz ist, deine Arbeit scheint aber recht anstrengend zu sein. Ja. Echte Detektivarbeit. Nope, nie gesehen, aber fragt mir die Leute im Times Square, alles klar. Das ist aber auch so etwas, was er eigentlich als Detektiv, ich sag mal, wissen sollte, dass da auch Leute sind, so gesehen. Ich weiß nicht, wie ich es besser benennen soll, aber... Am Hydranten ist wiederum nichts. Aber ja, das ist halt etwas, was ich nicht zum Spaß mache, sondern... Ihr habt gesehen, wir können überall mal ein Item finden. An Autos, Mülltonnen, naja, in Schatztruhen. Die aus irgendeinem Grund auch überall rumstehen. Und damit haben wir in New York auf der Weltkarte den Times Square freigeschaltet. Und auch da gehen wir hin und sollen uns rumfragen. Rumfragen, umfragen. Was steht da? Ich kann es nicht wirklich lesen. Außer Limonade. Ich glaube, er verkauft Limonade. Und wenn er nicht nur Limonade verkauft, dann weiß ich nicht, was er sonst noch verkauft. Besser als Harlem. Was ist denn in Harlem so Schlimmes? Und was bist du für einer? Ah, der reiche Georgie. Gar, har, har. Hinter dem Schild finden wir noch ein Terra Leaf. Yay. Obwohl, sollte ich vielleicht am Anfang... Bist du derselbe Kopf wie gerade? Natürlich bist du derselbe. Gary war hier, Ash ist ein Loser. Stadtjunge, warte mal eine Sekunde. Sieht irgendwie so aus, als sollte man hier nicht lang fahren. Aber okay. Ha, genau wie ich mir dachte. Oh, yay.
Also ich hoffe, ich bin wieder einigermaßen langsam genug so gesehen. Nein. Auf keinen Fall Johnny Baby. Okay, Gérard Majumel dürften wir auch noch aus dem zweiten Teil kennen. Entweder war er damals auch der Händler oder er war der, der Puppenkostüme gemacht hat. Und apropos Puppenkostüme, im Hintergrund haben wir den Laden Geppetto und Cornelia. Ja, also entweder lebt er immer noch und macht Puppen oder mittlerweile gibt es irgendwie Familie, aber eigentlich dürfte es ja keine Familie geben, deswegen keine Ahnung, wer das ist. Neu dazugekommen ist Beugen. Björgen. Ist so ein Name, den ich noch nie gelesen habe, bis zu dem Spiel hier eben. Björgen, Beugen. Björgen, Borget. Naja, wir erhalten eine Punktekarte. Und mit besagter Punktekarte können wir Sachen einkaufen, Punkte sammeln. Und wenn wir genügend Punkte haben, können wir Sachen billiger kaufen. Oder Sachen teurer verkaufen. Wenn das mit dem Ring passt, ihr kennt das noch. Der Ring ist auch hier wieder da. Der Ring ist eigentlich wieder überall hier in dem Spiel. Ja, das freut mich total. Noch ein Geschenk für mich. Und zwar die Cancer Stellar Shard. Dazu später mehr im großen Detail. Das ist einfacher, wenn ich es zeige. Aber damit können wir Magie ausführen im Endeffekt. Tu so, als wäre das ich. Ey. Seit wir noch irgendwas von den Herren brauchen, sind sie weiterhin hier. Bist du derjenige, den ich brauchte? Ja. Wo? Wo? In Chelsea! In so einem Theater. Na gut. Außerdem ein Zelt. Warum ein Zelt in einer Schatztruhe vor einem Laden mitten in New York ist, das weiß ich nicht. Aber es ist halt da. Es ist ein Zelt. Und damit können wir jetzt rüber nach Chelsea. Also ich würde schon sagen, dass Chelsea sah so aus, als wäre es da drauf geschrieben. Okay, alles cool. Okay. Damit sind wir in Chelsea. So ziemlich dem Punkt, an dem ich mein letztes beziehungsweise meine Piloten-Episode hier beendet hatte. Das ist etwas, was ich halt noch weiß. War hier nicht irgendwo? Bin ich jetzt doof? Nein. Hier steht eine Schatztruhe mit einem Korallenanhänger. Relativ blöde zu sehen. Aber der Korallenanhänger ist tatsächlich gerade relativ praktisch. Hat keine Nachteile, erhöht meine Spezialattacke und meine Spezialverteidigung und sorgt dafür, dass der Ring langsamer ist. Was zumindest am Anfang zur Gewöhnung gut sein kann. Das ist halt wieder jedem sich selbst überlassen. Ich persönlich finde es jetzt ganz nett. Zumindest für den Anfang. Wurdest du verprügelt oder was? McCoy. Ein seltsames Gerücht. Über Geister. Okay, und Hooligans rennen darum. Gespielt wird scheinbar das Phantom der Oper. Danke? Ja, danke. Ich glaube, sonst ist hier nichts mehr. Jetzt konnte man die Schatztruhe wenigstens mal ganz gut sehen. Man muss schon echt weit gehen, um sie überhaupt zu sehen. Und wenn man dann in die falsche Richtung guckt, ist das echt blöde. Ja, anders als im ersten Part, damit ihr wenigstens was davon habt, gehen wir tatsächlich in diesem Video auch mal rein. Ich kann R1 drücken, dann haben wir eine Karte, um zu sehen, wo wir sind. Finde ich ganz nett. Auch in so einem, Dungeon, in Anführungszeichen, könnt ihr Items finden. Ihr seht ja, da ist im Endeffekt nichts, aber ich finde ein Mana-Blatt. Ne? Also auch hier wieder alle Ecken und Kanten absuchen, was ich, glaube ich, im Laufe der Zeit immer wieder vergesse. Aber es ist halt, eigentlich sollte man es machen.
Mackenzie. Ja, du siehst ja sehr nett aus. Another sensational journalist. Nein, ich bin nicht noch so ein Journalist wie der da draußen. Nein, Detektiv bin ich. Weiß ja nicht, ob das das so besser macht, aber naja, gut. Ben, der Hooligan. Und damit beginnt unser allererster Kampf hier in diesem Spiel. Das Tutorial überspringe ich, weil das ist einfach Basic Battle Controls. Wir haben hier nichts mit L1 oder LR1. Dazu später mehr. Wir haben unsere Handy-Tools. Ich könnte jetzt ein Foto von den Gegnern machen. Ist auch ganz praktisch, denn ihr seht ja oben die Zugfolge. Ich komme dann sowieso zuerst dran. Und werde halt schon mal den Schläger hier fotografieren. Das ist kein Problem mit dem Ring. Das werdet ihr öfter mitkriegen, dass ich das machen muss. Ist unausweichlich, ist so. Ihr werdet später erfahren, warum. Und da haben wir ihn, unseren schönen Ring. Das war ein Ticken zu früh, ist aber bei dem Gegner noch egal. Ich könnte jetzt bei ihm hier gucken, aber das lohnt sich nicht. Ihr seht übrigens jetzt oben, dass mein Gesicht in der Timeline rot verfärbt wird. Das liegt daran, dass an diesem Punkt meine SP auf 0 fallen werden. Jede Runde kostet euch 1 SP. Es ist im Prinzip der Moment, in dem euer Charakter durchdreht. In eine Art Berserker-Modus verfällt. Relativ gefährlich. Von daher lieber so. Aber damit habe ich schon mal das Bild von meinem ersten Gegner. Ja, hier scheint es nicht sehr sicher zu sein. Warum ich das gemacht habe, ist eben folgendes. Wir haben jetzt die Karte Nummer 1, einen Schläger. Mit einer kleinen Beschreibung, obwohl wir auch eine Monsterbibliothek haben. Diese Karten, was das tatsächlich im Endeffekt sind, werden nochmal sehr, sehr wichtig. Und an dieser Stelle werde ich dann trotzdem das Video beenden. Ich hoffe, es freut euch, dass es endlich losgeht mit Shadow Hearts 3. Und beim nächsten Mal suchen wir den Verdächtigen im Theater. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Johnny wird weiter seinem Detektivhandwerk nachgehen beim nächsten Mal. Und bis dahin, solltet ihr nicht vergessen, mich zu abonnieren, um bloß kein wichtiges Update mehr von mir zu verpassen. Oder folgt mir auf Twitter und Facebook, denn auch dort bin ich aktiv und ihr könnt euch mit mir austauschen, so viel ihr wollt. Bis zum nächsten Mal, euer Kommi.